Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Und ich will mal wieder auf eine Community-Frage eingehen vom Helge Kühl. Ich zitiere jetzt nicht in. Erstmal, Helge, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit nimmst, uns an deinen Erfahrungen und auch Überlegungen teilhaben zu lassen. Ich zitiere jetzt nicht in wörtlicher Rede, sondern sinngemäß. Der Helge hat also die Herausforderung, dass seine Bank als Sicherheit für eine Immobilienfinanzierung, die er da zusätzlich zur Immobilie abtritt, ein Wertpapierdepot haben will, was bei denen selber im Haus geführt wird, mit auch irgendwelchen Fonds, die denen genehm sind, die er aber offenbar vom Ertrags- und vom Risikoverhältnis her nicht so gut findet. Also zum einen, die haben ihn dann, glaube ich, auch irgendwie einen offenen Immobilienfonds vorgeschlagen, der viel in Gewerbeimmobilien investiert. Da ist natürlich die Überlegung, ob das im Moment so ganz glücklich ist, von der Anlageklasse her eine naheliegende Überlegung. Naja, jedenfalls, er ist da so gerade nur mittelzufrieden und fragt, was man da klassischerweise tun kann. Oder welches Asset man verwendet. Was soll ich sagen jetzt mal im Sinne der Selbstbeweihräucherung? Also der grundlegende Fehler in der Sache ist meiner Meinung nach, dieses Gespräch mit der Bank selbst zu führen. Aber ihr werdet mir vielleicht nachsehen, dass ich das als Finanzierungsvermittler auch so kundtun muss. Aber wie gesagt, in unserer täglichen Praxis funktionieren da die Dinge meistens. Ich habe zum Beispiel jetzt unlängst ein Beispiel, da war ich wirklich auch mal begeistert, von einem Vermittlerkollegen, vom Kim, den werden einige von euch kennen, der ist ja hier in der Dellenhauer Community auch sehr, sehr aktiv und umtriebig. Ja, jedenfalls, ich hatte die Situation, dass ein Kunde zu mir kam mit einem Wunsch, ein Mehrfamilienhaus in Nürnberg anzukaufen. Mit umfassenden Sanierungsmaßnahmen auch das Ganze zu gestalten. Und ich bekam relativ frühzeitig die Idee mit meinen Bankern, die hier in Hamburg sitzen. Wird das irgendwie nichts, habe ich den Kim angerufen. Der sitzt in Schweinfurt, das ist jetzt zumindest mal in der Nähe. Wo ich dachte, er wird das schon auf die Reihe kriegen. Hat er auch gemacht, hat er sehr gut gemacht. Da war es tatsächlich so, was mich wirklich überrascht hat, dass diese besagte regionale Sparkasse dann sogar Einzelaktien als zusätzliche Sicherheit akzeptiert hat. Das ist eher ungewöhnlich, spricht für die guten und direkten Bankkontakte von Kim. Die Schwierigkeit allerdings, wenn man jetzt rollierendes Eigenkapital gestalten will und will da mit einem Aktienfonds oder also mit Einzelaktien oder zumindest mit einem aktienlastigen Fonds arbeiten, ist folgende, und das ist natürlich auf den ersten Blick ertragsmäßig vernünftig, weil wenn ich jetzt beispielsweise für 1 Million was ankaufe, habe 100.000 Kaufnebenkosten zum Beispiel und muss für diese 100.000 Euro dann eine andere adäquate Sicherheit hinterlegen, wenn ich auf diese 100.000 Euro in den 3 oder 5 Jahren, die das Geld da liegt, noch jedes Jahr einen Ertrag von 7 oder 8% der Ziele. Wir unterstellen jetzt mal, dass das Wachstum an den Börsen immer linear erfolgt. Das ist natürlich in der Praxis auch nicht so, wissen die meisten von euch. Aber wenn ich da halt die Sicherheit, die ich hinterlegt habe, in der Zeit wirklich auch für mich arbeitet und Erträge erzielt, ist natürlich eine verlockende Sache. Und ist natürlich zum Beispiel besser, als wenn ich jetzt, oder ist vordergründig besser, als wenn ich da jetzt zum Beispiel einfach ein Tagesgeld oder ein Sparguthaben oder so abtrete, welches keinen Ertrag macht oder schlimmstenfalls noch Negativzinsen erzielt und dann das Thema Inflation auch noch eine Rolle spielt. Also, dass jetzt irgendwie 8% Ertrag besser sind als 0% oder minus 1, darüber haben wir ja vordergründig mal Übereinstimmung. Der Teufel steckt aber im Detail. Wenn ich jetzt mal unterstelle, ich mache halt ein Immobilieninvestment, wo ich, wenn ich Eigenkapital zum Beispiel für die Kaufnebenkosten einbringen würde oder halt hinterlege, ich mit diesem Investment eine Eigenkapitalrendite von
30% oder 40% erziele. Das ist jetzt, wer von euch mit Immobilien schon ein bisschen was gemacht hat, der wird mir zustimmen, dass 30% oder 40% Eigenkapitalrendite jetzt mit Immobilien nichts Unrealistisches sind. Wenn ich dann die Situation habe, ich muss halt 100.000 Euro einbringen, habe darauf 40% Eigenkapitalrendite, dann halbiere ich mir aber, wenn ich als hinterlegte Sicherheit ein Wertpapierdepot nehme, halbiere ich mir meine Rendite um die Hälfte. Und das hat folgenden Grund. Also wie die meisten von euch ja wahrscheinlich wissen und vielleicht auch schon mal aus eigener leidvoller Erfahrung beobachtet haben, unterliegen die Wertpapierbörsen Schwankungen. Und weil die Bank das auch weiß und irgendwie nicht will, dass wenn der Wert der Sicherheit gerade ein bisschen schwankt und vielleicht dann die Sicherheit verwertet werden muss, dass die dann irgendwie von den ehemals 100.000 einfach 50.000 nur hinterher gucken, weil jetzt gerade wegen Corona oder sonst irgendwas der Markt zusammengekracht ist, sagt die Bank, okay, wenn du 100.000 Euro absichern willst mit Aktien, dann musst du bei uns 200.000 Euro hinterlegen, damit, wenn es halt Kursrückgänge gibt, dass wir da einen Puffer haben und wir nicht am Ende die Gekniffenen sind. Bedeutet aber, dass du, wenn du das so machst, statt 100.000 Euro Liquidität auf jeden Fall mal 200.000 Liquidität bildest. Und wenn ich jetzt 100% mehr investieren muss, um vielleicht 8% mehr Ertrag zu haben, dann ist das Ganze schon wesentlich weniger smart. Zumal, ich hoffe, das ist jetzt verständlich, es wäre irgendwie besser, hätte ich einen Flipchart. Zumal, wenn ich die 200.000 Euro, die ich dann hier haben muss, nicht nur zu 50% angesetzt bekomme, sondern wenn ich die voll angesetzt bekomme, weil ich sie halt nicht in Aktien habe, sondern in irgendeiner anderen Anlageklasse, die von der Bank zu 100% werthaltig angesehen wird, dann kann ich ja mit diesen 200.000 Euro nicht nur ein Projekt für 1 Million anzahlen, sondern 2 Projekte dann für insgesamt 2 Millionen und habe zweimal die 30% oder 40% Eigenkapitalrendite. Weil um diese 30% oder 40% Eigenkapitalrendite, um die geht es ja. Und nicht um den Ertrag oder die Dividenden aus der Wertpapieranlage. Deswegen ich in meiner täglichen Praxis, ich weiß, dafür wird jetzt der eine oder andere mich lynchen, aber ich mache es halt so und es funktioniert auch. Wenn ich jetzt die Situation habe, Kunde kauft für 1 Million, 100.000 Kaufnebenkosten und die sollen halt nicht eingebracht, sondern hinterlegt werden, rate ich den Kunden dazu, und das ist auch die Variante, die von Banken üblicherweise gern genommen wird, dann ein abgetretenes Bausparguthaben zu hinterlegen, also sprich 100.000 Euro in einen Bausparvertrag einzuzahlen und den der Bank als Sicherheit zu geben. Nicht, dass da jetzt Missverständnisse entstehen, nicht weil ich Bausparen für das Allheiligmachen der Geldanlage und der Finanzierung halte. Um Gottes Willen, in 80% oder 90% der Fälle ist aus meiner Sicht das exakte Gegenteil der Fall. Aber ein Bausparguthaben wird halt von der Bank zu 100% bewertet und zu 100% als Sicherheit reingenommen. Das heißt, wenn ich halt 100.000 Euro Kaufnebenkosten habe und die absichern muss durch eine Hinterlegung, dann erfolgt das halt zu, dann werden die vollen 100.000 angesetzt und abgesichert. Und, das kann man jetzt nervig finden oder nicht, dann vereinnahmt die Bank oder beziehungsweise die Bausparkasse nochmal eine Abschlussgebühr zwischen 1% und 1,6%. Sagen dann manchmal auch Leute zu mir, ja, das machst du ja nur, damit du und die Bank nochmal Geld verdient. So, ja, natürlich, also ich mache das ja jetzt alles auch nicht nur zum Spaß, ich mache das klar alles zum Geld verdienen. Aber so ist es natürlich, wenn der Banker dann, die meisten Banker aus den Finanzierungsabteilungen haben auch Vertriebsziele auf Bausparen, wenn die dann nochmal einen kleinen zusätzlichen Ertrag haben von 1.000 oder 1.600 Euro, dann tut ihr denen damit was Gutes und die sind natürlich dann wesentlich motivierter, so eine Sonderregelung. Die Variante mit rollierendem Eigenkapital ist ja kein Standardkreditgeschäft, sondern eine Individualvereinbarung.
Und wenn ihr denen natürlich was an die Hand gebt oder wir denen was an die Hand geben, was für die ertragsmäßig nochmal gut ist, dann sind die natürlich auch sehr, sehr viel motivierter, dann halt, ich sag mal, diese extra Meile für euch zu gehen und machen das gern. Und wie gesagt, dass der Bausparvertrag halt mehr Geld kostet, als er Ertrag bringt, ja, das ist so. Aber es wird von Banken gerne genommen. Sie ermöglichen euch damit die Variante, mit dem Cash-Cycle überhaupt in Anwendung zu bringen und ermöglichen es euch halt zum Beispiel, dass wenn ihr 200.000 Euro für Immobilieninvestments zur Verfügung habt, damit mit diesen 200.000 nicht wie beim Wertpapier nur 1 Million gehebelt bekommt, sondern idealerweise 2 Millionen. Und wenn man mit der Bank noch die Variante vereinbaren kann, dass das Geld nach 3 oder 5 Jahren oder beziehungsweise nach festgelegten Parametern bezüglich Objektwertentwicklung oder Tilgung ihr das Geld wieder zurückbekommt, dann könnt ihr halt mit den einmalig zur Verfügung stehenden 200.000 Euro beispielsweise in 10 Jahren nicht nur ein Projekt machen, sondern wenn ihr es ein bisschen geschickt macht, 4 Projekte für 1 Million. Wie gesagt, beim Thema rollierendes Eigenkapital verdient man das Geld nicht über den Ertrag auf die eingesetzte Sicherheit, sondern über das Thema Liquidität schonen und in gleicher Zeit mehrere Investments durchführen. So, das ist meine Einschätzung zur Sache. Ich hoffe, das war für euch hilfreich.